Schönen guten Morgen, Freunde. Kleiner Einblick hier hinter die Kulissen. Jeden Morgen oder fast jeden Morgen trainiere ich hier. Ich habe mir hier so ein kleines Home Gym eingerichtet. Wobei, ich bin ja nicht zu Hause, ich bin ja im Office. Und hier in diesem Raum mache ich dann morgens mein Workout. Mal mehr auf Cardio. Ja, das ist der Mr. T, mein Personal Trainer, sagt immer Muschi-Übung. Und manchmal auch ein bisschen Krafttraining. Und dieses Outfit, was ich hier habe, liegt nur daran, weil ich inzwischen meine Haare oben sehr lange sind und ich schwitze wie ein Schwein. Ja, wenn man fett ist, schwitzt man halt auch. Bevor das tropft, habe ich hier so ein Tuch. Übrigens, ich kann das übrigens so empfehlen, das ist so ein selbstkühlendes Tuch. Ach, egal, scheiß drauf. Spielt keine Rolle. So, und jetzt, wo ich trainiert habe, kommt der nächste Schritt. Und da lacht ihr euch jetzt bestimmt kaputt, aber das ist wirklich so. Ich mache ja jeden Morgen meine Visualisierungsübung. Dafür habe ich die App Relax Yoga Music. Da gibt es so verschiedene Geräusche. Und dann mache ich so meine 5 Minuten Dankbarkeitsübung. Visualisiere meine Zukunft. Und davor, so ein bisschen zum Ausschwitzen, höre ich manchmal noch so 20 Minuten Hörbuch. Und dann genieße ich oder ich ruhe innerlich und entspanne mich. Und das mache ich, jetzt kommt der Gag, tatsächlich vor einem Oberkörperbräuner, Oberkörperbräunungsgerät. Das heißt, ich stehe hier wirklich so davor und genieße die Hitze, die Wärme, die Sonne aus dem Elektrogrill. Ja, und schließe dann die Augen. Warum habe ich das gemacht? Nicht, um braun zu werden. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Aber ich gehe eigentlich, um braun zu werden, in ein richtiges Solarium und dann in so ein Halbding da. Das Ding ist, ich bin ja öfter mal im Ausland unterwegs und mache dann morgens meine Übungen am Strand, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist so schön. Dieses Helle. Und dann Musik auf den Ohren und ein Hörbuch. Und das habe ich hier in diesem Raum nicht. Wo soll ich denn hingucken? Gegen dieses zugemachte Ding, weil ich nicht mal Geld für Rollos habe. Ah, und deswegen ein Oberkörperbräuner. Ja? Und da mache ich dann so meine Übungen oder meditiere manchmal ein bisschen oder höre eben, wie gesagt, heute Morgen wahrscheinlich so ein bisschen ein Hörbuch, bis der Puls runtergefahren ist. Und dann geht's duschen an die Arbeit. Was steht heute auf dem Plan? Ich habe heute von 11 Uhr bis 13 Uhr ein Live-Coaching mit den Teilnehmern der Business Bootcamp Academy und heute Mittag ein Interview mit Laura Seiler für meinen YouTube-Kanal, für meinen Academy-YouTube-Kanal. Da werde ich ihr ein paar Fragen stellen zu ihren 2 Büchern, die ich auch gelesen habe. Das ist so der heutige Plan. Und was das Live-Coaching angeht mit den Academy-Teilnehmern, das ist immer so alle paar Wochen. Treffen wir uns in einem Zoom-Call, sind ja meistens so 50 bis 90 Leute dabei und die stellen dann ihre Fragen und dann coache ich die live und jeder kann dabei zugucken und kann mitschreiben und kann auch Fragen stellen und so weiter. Ja. Und gerade für solche Tage, wo so ein Interview ansteht oder dieses Live-Coaching, versuche ich halt morgens wirklich so perfekt in den Tag zu starten. Das heißt wirklich mit Sport, pünktlich aufstehen, da muss alles stimmen. Ich habe manchmal auch Morgen, wo ich sage, ach komm, schläfst mal ein bisschen länger oder machst mal keinen Sport, machst mittags. Aber bei so Tagen, wo ich abliefern muss, wegen anderen oder wie auch immer, flawless. Ne? Da muss es funktionieren. Und jetzt nehme ich noch einen Schluck Business Booster, my friends. Und stoß auf euch an und wünsche euch allen einen schönen Tag. In diesem Sinne, bis dann.